Und damit hinein in dieses Match. Ich glaube, Jan Degger hat jetzt im Kopf so eine Dauerschleife, die ihm permanent selber sagt, es ist keine Frau, es ist keine Frau, es ist keine Frau. ...140 zum Auftakt, Lisa Eschen, Hut ab! Ja, das ist kein glückliches Los für Jan Degger. Viermalige Weltmeisterin Lisa Eschen spielt seit 2007 als Profi. Und was man eben sehr schön sehen konnte, sie steht nicht mit dem Fuß direkt an der Oki, sondern sie steht ein bisschen weiter weg, also 1-2 Zentimeter. Und sie steht in Style, nämlich hochhackig. Ja, bitte schon. So, und da kommt gleich der erste Tweet hier rein von Melli. Sehr gut, endlich mal Frauen bei der Darts-WM. Klar. Ja. Lisa Eschen sieht man schön, wird sehr schnell. Ihre drei Darts. Auch das ist natürlich so eine Sache. Es gibt ja tatsächlich keinen Unterschied, denn das Körperliche spielt keine Rolle beim Darts. Sagt man. Deine Meinung? Meinst du schon? Ja, ich glaube schon. Ja, ich denke, es gibt schon Unterschiede. Jetzt lass uns erst mal gucken, was die Dame... 59, stellt sich auf 110. Bei dieser Qualifikation der Ladies in Milton Keynes war übrigens der höchste Average, der gespielt wurde, eine 89,7. Ja, aber die Damen können natürlich auch zum Teil schon höher spielen. Doppel 18! Und damit gewinnt Lisa Eschen hier das erste Leg. Mit einem Break. Mit einem Break. Also das ist doch mal ein Auftakt für Lisa Eschen. Und die 140 direkt hinterher. Ja. Und cool und abgezockt wirkt die Lisa Eschen. Wie gesagt, vierfache Weltmeisterin bei der BDO. Und jetzt singt die ganze alle Lisa Eschen. Und man muss fairerweise dazu sagen, also Lisa Eschen spielt jetzt nicht irgendwie wie Darts auf einem anderen Planeten. Die Frau spielt so. Das ist also ganz normal für sie. Das ist nichts Besonderes. Lisa Eschen hat im vergangenen Jahr auch bei der PDC Challenge Tour schon mitgespielt, aber das ist tatsächlich auch ihr erstes Major, zum ersten Mal auch vor den TV-Kameras. Und Gordon, du sagst ja auch immer wieder, wenn die Kameras da sind, dann ist das nochmal was anderes. Natürlich, selbstverständlich. 140, 140, 83 für Lisa Eschen. Steht nach 9 Darts auf 138 Rest. Ja, Degger nicht auf einem Finish. Frau spielt so, sagenhaft. Stellt sich die sagenhaft. 40 Rest. Nach 12 Darts. Chance auf den 13 Darter. Lisa Eschen ist momentan auf einem Average von 108. Wow. Und Jan Degger auf 90. So, 40 Rest für Lisa Eschen zum 2-0 im ersten Satz. Doppel 10. Doppel 5. Boah, die macht das, die checkt das aus. Lisa Eschen 2-0 vorne. Sagt sich zweimal auf den Weg zurück. Come on, come on. Und nach zwei Legs hat der Ellie Perli einen neuen Liebling. Und Jan Degger kann man schön im Gesicht. So, nächster Tweet, der reinkommt. Melly Shirin, Frauenpower. Unter dem Hashtag DartsWM. Und was das für Power ist, was Lisa Eschen hier auf die Bühne zaubert. Und ganz ehrlich gesagt, das ist ein Albtraum für Jan Degger, der hier gerade stattfindet. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein Traum für Lisa Eschen. Ich leg mich fest, Lisa Eschen, Weltmeister. Die zockt hier auf.
Du brauchst ja auch erstmal diese Coolness von Lisa Ashton. So, die erste 180 wirft aber Jan Decker. Ja, aber den Jubel, den Gott, spart er sich. Dieser ganze Trubel, der um Lisa Ashton natürlich jetzt auch im Vorfeld dieses Turniers gemacht wurde, das ist schon enorm. Ja. Plötzlich ist die Presse da. Jeder will ein Interview. Jeder schaut auf Lisa Ashton. Jeder will irgendwas über ihr Leben wissen. Ja, die hat sich ja nicht umsonst für dieses Turnier qualifiziert. Also die kann ja wirklich was. Ja, also die kam ja da nicht durch irgendwie ein Glückslos rein, sondern sie musste sich ja diesen Startplatz erkämpfen. Und wie sie da auftritt, kann Jungs. Bullseye. So, Bullseye für den Satz. Der erste Satz. Und Lisa Ashton, die gewinnt hier mit 3 zu 0 diesen ersten Satz. Ich sehe Ashton zum ersten Mal und bin jetzt schon Fan. Na, das denken Minimum 3000 Leute dort im Alley Pally. Genauso. Lisa Ashton, was für ein Match legt die da hin? 107er Average im ersten Satz, Gordon. Mein langjähriger Freund und Team-Captain Kim Wehrs hat mir gerade eine SMS geschickt. Wenn du denkst, dein Tag war scheiße, denk immer dran, wie sich ein Decker momentan fühlt. Das trifft es eigentlich recht genau. Ja, ich glaube, er ist nicht glücklich. Ja, und sie wird irgendwie nicht schwächer. Ja, das ist aber auch so eine Sache, dass diese Lisa Ashton da hochkommt zum ersten Mal auf diese Bühne und spielt, als wäre sie nie woanders gewesen. So, und Jan Decker, der geht jetzt aus sich raus. Seine zweite 180. Jan Decker hat auch momentan nur die Chance zu versuchen, Lisa Ashton mit solchen Dingen rauszubringen aus dem Spiel, weil das kennt sie überhaupt nicht. Also das kennt sie seitens der BDO, wenn die da ihre Weltmeisterschaft spielen in der Lakeside. Das kennt sie nicht. Er kann sie nur so rauskriegen. ...2017, 2018 Weltmeistertitel geholt, dazu 14 und 15 Lisa Ashton. Ja, Jan Decker muss jetzt auch so ein bisschen in die Psychokiste greifen, sich anfeuern, pushen, das Publikum gegen sich aufbringen vielleicht sogar. Jan Decker kann jetzt, man höre und staune, im zweiten Satz zum ersten Mal ein Leck für sich entscheiden. Doppel 8. So, dem hält er gut stand, Jan Decker, ja. Und das ist schon auch ein Zeichen gegen das Publikum, dass ihn hier tatsächlich auch ausbuht. Ist natürlich, muss man fairerweise sagen, auch keine Art, ja. Also das macht man eigentlich nicht, aber das ist ja das Problem. Das ist auch noch nicht so alt, dass plötzlich Spieler tatsächlich ausgebuht werden. Das ist so eine Modeerscheinung, leider. So, nächster Tweet, der reinkommt hier von Tom Seiler. Ja. Genau so ist es. Ich glaube, der Decker wäre jetzt überlieber als auf dieser Bühne. Ja, ja. Das stimmt wohl. Ich meine, das Publikum möchte natürlich Lisa Ashton gewinnen sehen. Ich kann das ja nachvollziehen, aber dann den anderen dafür auszubuhen und zu pfeifen, ist keine Art. Das ist eigentlich für Dartspieler untypisch, sowas. Die 140 von Lisa Ashton. Ihr Average bewegt sich weiter über der 100er Marke. So, aber Jan Decker hat jetzt ordentlich aufgelegt, muss man sagen, in diesem zweiten Satz aus seinem Average. Jetzt über 96. Also das ist mir schon bei Lisa Ashtons letztem WM-Titel aufgefallen. Diese 140er, die sie wirft, das ist schon brutal. Also Hut ab.
sehr stark. Oh, das sind schon gute Zahlen. Das sind wunderschöne Darts, die Lisa Ashton spielt. Perfekt heruntergespielt auf die Doppel-10. Und wieder Druck für Decker. Nochmal dahin und jetzt auf Tops. Und Lisa Ashton mit der Chance auf das direkte Rebreak. Also da muss man wirklich sagen, das kennt sie gar nicht, dass man den Gegner ausbuht und hinterher klatscht, wenn er nicht getroffen hat. Zum ersten Mal hat Lisa Ashton jetzt tatsächlich was liegen gelassen in diesem Match. Und das nutzt Jan Decker aus, geht hier mit 2:0 in Führung in Satz 2. Zum ersten Mal tatsächlich kleiner Durchhänger bei Lisa Ashton. Ja, aber das hat man ja auch bei den Herren, ja, dass ein Spiel meistens nicht immer wie an der Schnur gezogen von Anfang bis Ende läuft. Aber die Dame, die hat schon genug Erfahrung. Ja, wenn du da ganz alleine oben dann als junger Mann auf der Bühne stehst und du merkst, das ganze Publikum möchte dich ausscheiden sehen. 125. Eben gerade 25 von Lisa Ashton. Ja, der ist einfach ein bisschen überhastet geworfen. Klar, auch noch immer nervös. So, mal zu Jan Decker, 28 Jahre ist er erst alt. Spielt zum dritten Mal bei der WM mit. Einer, der schon bewiesen hat, dass er es kann. Bei der BDO-WM schon zweimal im Halbfinale gestanden. Genau. So, jetzt muss Lisa Ashton schon die 127 checken. It's a bullseye. Oh, 34 ist jetzt Jan Decker mit der Chance zum 3-0 und zum 1-1 im Satz. So, 9 Doppel 8. Die Doppel 8 passt, Jan Decker gleich. Klicken und schon seid ihr fast mit dabei. Und macht hoffentlich die Krugale zum Early Pally an diesem zwei Tage hinein wieder in dieses Match. Lisa Ashton, die erste Dame auf der Bühne seit dem Jahr 2009 bei der WM. Whitewash in Satz 1 gegen Jan Decker. Der hat sich aber mit eben dem gleichen Ergebnis revanchiert in Satz 2. Und so steht es 1:1. Drei Sätze muss man gewinnen, um in die nächste Runde einzuziehen. Richtig. Und wir wollen es nicht versäumen, die zärteste aller Pflanzen wird heute 18 Jahre alt. Unser Blümchen Nico Blum, Flower Power, wird 18. Happy Birthday von unserer Seite hier aus. Bleib gesund und gehe jetzt ans Practice Board. Ab da. Bleib gesund, mein Lieber. Nico Blum, stark gespielt bis ins Finale der Super League unter den Top 8. Mit dabei gewesen in Düsseldorf. Jawohl. Das Ticket dort hat sich Robert Majanovic gesichert, den wir bei dieser WM im Early Pally ebenfalls sehen werden und der dazu noch ein brandneues Sport 1 Jersey für seinen Auftritt im Early Pally bekommen hat. Da bin ich mal gespannt. So, das ist der Mann von Lisa Ashton. Sehr stark. Mit einer 168 stellt sich Jan Decker auf 36 Rest. One.
Yandy required 36. Und soeben geht Jan Degger zum ersten Mal in Führung. Man konnte die Steine hören, die von seinem Herzen gefallen sind. Average von Lisa Ashton. Wir erinnern uns an den ersten Satz. Da hat sie einen 107er Average gespielt. Sensationell. Mittlerweile hat sich das Ganze auf 94,86 eingependelt. Aber immer noch 2 Punkte höher als Jan Degger. Also er hat sein Spiel langsam aber sicher gefunden, Jan Degger. Die Nervosität, glaube ich, ist jetzt bei ihm verflogen. Auch da muss man natürlich sagen, das ist ja mental dann schon stark nach diesem 0-3 im ersten Satz. Alle sind gegen dich in dieser Halle, so zurückzukommen bis hierhin, wohlgemerkt. Denn es sind noch viele Darts zu werfen, vermutlich auch in diesem Match. Ich glaube, der erste Satz ging mit 15, 15 und 12 oder 13 Darts an Lisa Ashton. Das war natürlich eine ganz schnelle Nummer. Und davon musst du dich erstmal erholen, mental. Lisa Ashton hat solche Scores auch schon ausgecheckt. Und stellt sich das auf die Doppel-12. So, auf Doppel 16, Doppel 8 für Jan Degger zum Break. Zum Break. Ja, er pusht sich jetzt und feuert sich an, weil sonst keiner tut in der Halle. So, und für euch nochmal die Adresse für exklusive Sport 1 Darts Produkte: der Sport 1 Darts Shop. Und da gibt es auch das. Das Irokesenschwein in der Gold-Sonderedition, das auch grunzt. Ich brauche so, gut, oder? Ich brauch so ein Schwein. Ja. Du hast es hier. Ja, ich muss es aber mit nach Hause nehmen, das House of Darts. Das ist toll. Die sollten uns hier nicht so ein Spiel greifen. Ja, das ist gefährlich. Nochmal zurückgezogen von Lisa Ashton, nochmal neu konzentriert, dann die wichtige Triple getroffen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Lisa Ashton noch nie bei einem solchen Lärm gespielt hat. Weil auf Turnieren der British Darts Organization geht es merklich ruhiger zu. Chance jetzt dann für Lisa Ashton da reinzugehen und das macht sie gut. Ja. So, noch mal ganz kurz den Taschenrechner angeworfen. Lisa Ashton. 121 hat sie im ersten Satz ausgecheckt. Sehr schön. Schön gestellt auch hier. Wenn er das jetzt zumacht, brennt die Luft bei ihm. Doppel 16.
Somit haben wir vielleicht doch noch mal die Chance, einen Leckgewinn von Lisa Ashton zu sehen in diesem Satz. Ah, die macht das, Lisa Ashton. Mit dem Rebreak zum 1:2 in diesem dritten Satz aus ihrer Sicht. Und auch das zeigt, dass sie es mehr als nur dabei sein wollen. Go. Ja, sie will nicht nur mittendrin, sondern auch mitten dabei sein. Ja? Und das ist für Jan Decker natürlich jetzt auch wieder, er merkt, hoppla, die kann ja immer noch ein Leck gewinnen. Egal, was ich da jetzt gerade gespielt habe. Er muss sein bestes Spiel ausführen. Ja. Keine Frage, ja, gegen Lisa Ashton. Ah, das ist natürlich jetzt schade. Markant ausgesprochen von Russ Bray. Auch da gibt es News bei dieser WM. Es sind ja 4 Caller insgesamt im Einsatz bei dieser WM. Es werden dann immer weniger Spiele, auch nach Weihnachten. Und in diesem Jahr ist es tatsächlich so, dass Russ Bray nach Weihnachten nicht mehr dabei sein wird als Caller-Goal. Hat ihn dieses Jahr quasi das Los getroffen. Im Finishing-Bereich Lisa Ashton. Lisa Ashton spielt immer noch einen Average von 92 Punkten. Das ist wahnsinnig gut. So, und jetzt schon mal ein kurzer Dank an alle da draußen. Unser Hashtag DartsWM trendet auf 1 derzeit in Deutschland. Weitermachen, weiter pushen. Es sind noch ein paar Tage, aber wir schaffen da, glaube ich, jeden Tag auf die 1. So, 94 für Lisa Ashton. Jetzt 82. Tops. Oh. So, Kollege Decker sollte jetzt die 138 besser checken. Sonst geht es in ein entscheidendes Leck im dritten Satz. Okay, andere Idee. Die wäre geworden. Sich auf das nächste Leck konzentrieren. Im dritten Satz. So, Lisa. Ja, steckt gut. Ah, markiert und dann vollendet. 2:2. In diesem dritten Satz. Lisa Ashton kommt nach 0:2 hier in dieses Match zurück. Absolut verrückt. Wenn Lisa Ashton jetzt nochmal beginnen kann mit 240ern. Oh, das geht auch. Und wie das geht. Und wie das geht bei Lisa Ashton. Das Ziel ihrer beiden Töchter, Danielle und Lindsay, ist im Übrigen besser zu werden als die Mami. Das wird da schwer. Kann man sich auf einiges gefasst machen, sollte das klappen, Gott. Das wird sehr, sehr schwer. Mutti verfügt über viel Erfahrung. Also ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert, wenn Lisa Ashton den dritten Satz gewinnt. Ja, ist jetzt unfair. Das Publikum, muss man auch mal sagen, das ist nicht schön. Super stark. So, und umso stärker löst das hier am Decker. Super stark. Aber natürlich kein Finish, okay, aber... Sie wollte natürlich eine 177 haben. Beide kein Finish jetzt.
Jetzt gilt's. Letzter Dart im Triple bei Jan Dekker. Ja, das ist... Jetzt muss man einfach abwarten, was passiert. Kann Dekker 82 checken? Ja, das macht man nicht. Freunde, Freunde. Für Ashton. Wenn sie die jetzt zumacht, bauen die das Ding auseinander. Triple 18. Nein, 86 Rest. Ja, steckt doof, neuer der Weg. Ja, wahrscheinlich holt Dekker jetzt auf den dritten Satz. So, und Jan Dekker holt sich diesen Satz mit 3:2 und geht damit mit 2:1 in Führung. So, wieder startet Lisa Ashton mit einer 140 und natürlich gibt es die Superstars der Dartszene auch in Deutschland zu sehen. Unter pdc-europe.tv könnt ihr euch die Tickets sichern für das Jahr 2019. Unter anderem gibt es da den World Cup of Darts in Hamburg im Juni. Dazu wird gespielt in Leverkusen, Hildesheim, München, Saarbrücken. Zum ersten Mal wird in Prag dieses Jahr ein Turnier stattfinden. Es gibt auch zwei Destinations in Österreich, nämlich in Graz und in Wien und vieles, vieles mehr. Das Ganze unter pdc-europe.tv einchecken und dann mit den Jungs beim Event live auschecken. Darts auf allerhöchstem Niveau und das ganze Jahr, was Besseres gibt's gar nicht. Sehr, sehr starke stark. Darts von Lisa Ashton. Wie vor. So, 58 Rest. Lisa Ashton, 2 Dart Finish. Vielleicht noch 3 Dart Finish. Doppel 20. Ja, und damit holt sie sich dieses erste Leg im vierten Satz. Man, was man nicht vergessen darf, Lisa Ashton spielt ja auch zu Hause in einer Liga, in einem Herrenteam doch mit. Und sie ist es gewohnt, eigentlich gegen Männer auch mal zu spielen. Und deshalb, man hat eigentlich das Gefühl, dass sie überhaupt nicht nervös ist. Und das finde ich klasse.
Es ist ja auch oft im Darts eigentlich so, dass es ganz egal ist, gegen wen du spielst. Denn auch das macht Darts ja aus, Gordon. Am Ende musst du es immer selber ausmachen. Ja, klar. Sicher. Aber ich möchte mit Jan Decker da nicht tauschen. Das ist eine sehr, sehr undankbare Nummer. Obwohl es eigentlich nicht... Es ist ja eigentlich nicht fair, ja? Die Frau spielt ja einen Granatendart, muss man ja mal sagen. Lisa Ashton ganz knapp an ihrer ersten 180 hier vorbei. So, na, das ist schon zu sehen. Es wird ja immer mehr Sätze zu gewinnen geben im Verlauf dieses Turniers. Auch dieses 5-Satz-Format hier in der ersten Runde, während Jan Decker das hier noch holt. Checkt hier die 101 aus. Gordon, auch diese erste Runde über diese 5 Sätze. Das kann schon ein langes Match sein. Ja, natürlich, sicher. Gerade für Jan Decker. Nein, Spaß beiseite. Fünf Sätze, das kann sich schon sehen, ja klar. Aber wir reden ja hier von der Weltmeisterschaft. Ja? Und wer sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert, sollte über die volle Distanz gehen können, egal in welcher Runde. Kurzer Hinweis noch, morgen gibt es ja schon die erste Afternoon-Session ab 13.30 Uhr live und die Abendsession dann ab 20 Uhr. Unter anderem spielt morgen Nachmittag schon Jamie Lewis. Gegen den hätte Martin Schindler gespielt, so spielt Cody Harris. Der Martin Schindler im vorherigen Match leider schon bezwungen hat, heißt aus für Martin Schindler in Runde 1 gegen Jamie Lewis. Und wir haben natürlich auch noch ein Interview für euch. Sascha Bandermann hat Martin Schindler natürlich nach seiner bitteren Auftaktniederlage noch ans Mikro bekommen. Ja, ich denke, Jan Decker geht jetzt in Führung. Und das wäre dann ein Break. Jan Decker und damit die Möglichkeit, hier mit dem nächsten Leg dieses Spiel auszumachen. Jan Decker wird jetzt versuchen, sich das schönste Weihnachtsgeschenk zu machen. So, und apropos Weihnachten, vergangenes Jahr gab es Weihnachten, Ostern, Neujahr, alles zusammen für den Mann, der bei seiner ersten WM-Teilnahme den Titel holte, nämlich für Rob Cross. Der hat hier heute noch das letzte Spiel dieses Auftakttages im Early Pearly nach Decker gegen Ashton, noch Rob Cross gegen Jeffrey. Das war, das ist schon erstes richtiges Highlight. Ja, das wird eine Mörderpartie geben. Und auf Rob Cross wartet da eine ganz harte Nummer. Ein schwerer Brocken. Und Jan Decker kann so ein bisschen die Ziellinie sehen. Aber da will Elisa Ashton noch nicht hinlassen. So, damit im Finishing-Bereich Jan Decker. Sehr clever gespielt, sehr schön auf 120 gestellt. So, Jan Decker.
Matchstart Doppel 8. So, jetzt gilt's, Frau Ashton. So, damit kann sie das hier nicht finishen und die Chance auf den zweiten Matchstart, beziehungsweise noch drei für Jan Decker, noch zwei. Und jetzt passt er, sein dritter Matchstart passt. Jan Decker bezwingt Lisa Ashton am Ende mit 3:1 das Setzen in